zurück. Guten Tag. Die Klinge werde ich gerne, ja? Mhm. Das sind 8 Mark, bitte. Ja. Dankeschön. Schau mal, eine feine Klinge. Guck mal. Ja, siehst du? Guck mal, wie fein das Schild klingt. Fein. Siehst du? Hm? So. Das sind 10 und 20. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, guck mal, da ist dein Onkel Sascha. Und das blaue Pfeilchen in seinem Gesicht hat er wahrscheinlich seiner großen Glaube zu verdanken. Gut geraten. Aber mit der großen Klappe hat's nichts zu tun. Nico, du bist schon da? Isst du mit uns Abend? Nein, ich hab schon was vor. Ist hier Parmaschinken mit Melone? Nein, danke. Hast du dich verletzt? Nichts Schlimmes. Jetzt sag mal, was ist denn passiert? Aber bitte, ich hab mir nur den Knöchel verstaucht. Sag mal, hast du eigentlich noch den Schlüssel vom Sonnenstudio, den ich dir mal gegeben habe? Ja, wieso? Ich brauche ihn. Die Putzfrau hat ihren verloren. Obwohl es immer ganz praktisch war, wenn du auch einen hattest. So wie neulich, als du mir das Bild hier gebracht hast. Nico, willst du mir was sagen? Nein. Das ist heute euer erster großer Auftritt. Aber bestimmt nicht unser letzter. Glaubst du denn, ihr seid so gut? Ich meine, es gibt ja jede Menge guter Bands hier in der Gegend. Test, check, 1, 2. Die Flyers sind die beste Band der Welt. Scheiße. Ich muss schon wieder aufs Klo. Das geht vor jedem Auftritt die Muffe. Zum Glück bist du ja cool. Weißt du, ich hab schon in Dutzenden von Bands gespielt. Ich weiß, wie man mit Stress umgeht. Wo ist eigentlich Tom? Der wollte noch mit jemandem reden. Ich kann mir auch denken, mit wem. Ja, das hatte so was Altes. Altes Neues, verstehst du? Ein bisschen wie U2 auf Speed, nicht schlecht. Wir bekommen ja täglich ein paar 100 Kassetten zugeschickt, aber eure hat mir wirklich ganz gut gefallen. Nicht schlecht. Aber live sind wir noch viel besser. Ja, überzeugt mich. Oh Mann, mir ist gar nicht gut. Das sagst du jedes Mal vor dem Auftritt. Ja, aber diesmal ist es besonders krass. Ich war schon 4-mal auf dem Klo. Mach mal die Hand auf. Was ist denn das? Altes Hausmittel. Hilft gegen alles. Auch gegen Lampenfieber. Und dann geht's ja sofort besser. Ich weiß nicht. Dann eben nicht. Aber wehe, du scheißt dir beim Singen in die Hose. Du bist dir sicher, dass es hilft? Mir hilft's immer. Ist gut gegen Stress. Da
Also Leute, es geht los. Auf der Bühne ist alles klar. Mit dem Plattenfuzzi gesprochen. Ja, hab ich. Du weißt, worauf es ankommt. Ich habe Martin noch ein bisschen aufgepäppelt. Wenn er wüsste, dass da unten einer von der Plattenfirma sitzt, bekäme der keinen Ton mehr raus. Schon gar nicht, wenn er wüsste, dass der Typ ein Band von Oasis für unser Demo-Tape hält. Also los, jetzt los. Herr Rommerskirchen. Na, Frau Berger. Ist das Ihrer? Nein, der gehört meiner Schwester. Ich habe ihn nur so lange in Pflege, wie sie ihre Kur macht. Was, Bobby? Den müssen Sie unbedingt Karin zeigen. Die liebt Hunde und Katzen und Pferde. Eigentlich alle Tiere. Und Sie. Glauben Sie? Ich weiß es. Ich weiß, dass ich manchmal unausstehlich bin. Also, das haben Sie jetzt gesagt. Mal ehrlich, Frau Berger, finden Sie nicht, dass ich zu alt bin für Karin? Nein. Ich finde, Sie passen sehr gut zusammen. Ach. Wie wär's, wenn wir noch in den Anrainer gehen? Ich gebe einen aus. Ja. Komm, Bobby. Yeah.
say that I'm a weirdo, a jerk and maniac. The baby's mom, you'll take me down, 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 down. So what you want from me? Tell me, please, what got you here? The only thing I know, I'm down, down, down. Deep inside, there's something out of tune. South of flowers, a shiny bird. Day by day. So, bitteschön, zwei Hütchen. Danke sehr. Sehr zum Wohlsein. Mhm. Prost. Prost. Auf die Frauen. Auf den schönen Abend. Hm? Ja, es ist eine schöne Nacht. Seien Sie mal ehrlich, Herr Rommerskirchen. Wären Sie jetzt nicht lieber mit Karin beim Konzert? Um Himmels Willen. Ich kann Ansammlung von mehr als fünf Menschen nicht ausstehen. Höchstens beim Fußball vielleicht. Also lieber ein Tête-à-tête mit Mondschein mit Karin hier am Rheinufer? Ich bin also ein Romantiker. Vielleicht. Merkt man mir das so an? Ich gebe Ihnen den guten Rat. Laden Sie Karin mal so schnell wie möglich zu sowas ein. Das hilft bestimmt. Sie sind ein Schatz, Frau Berger. Genau das werde ich tun. Danke. Bewegt euch! Party! Kommt schon, macht schon! Ja! Nicht schlecht. Johnny, schnell! Mensch, Martin, mach doch auf! Das waren deine Scheißpillen! Wir brauchen einen Arzt hier, und zwar schnell!